Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge hier am Marsch. Version 1.4. Ich bin heute jetzt schnell mal Getreide, also Weizen und Gerste Richtung Brauerei fahren, die ja gerade gebaut haben, mehr oder weniger. Letzten zwei Folgen. Zwei. Und zwar habe ich jetzt schon Wasser hingefahren. Und jetzt fahren wir nochmal Weizen und Gerste rüber. Damit wir da die Produktion starten können. Also, beziehungsweise starten beginnt, also Start beginnt. So, dann schaue ich mal, ob wir noch Dings brauchen sollten. Malz, das könnte sein. Wie sieht man nicht aus? Das heißt aber auch, dass ich da jetzt das noch nicht produzieren kann. Dann muss ich erstmal sehen, dass wir das Geld verdienen dafür, dass wir es produzieren können. Ja, dann müssen wir um. Ja, da müssen wir näher weiterfahren mit der Ernte von Kartoffeln und Rüben. Hat er sich hier verkeilt? Die Gute. So schnell gefahren. Keine Bodenhaftung hier. Keine Winterreifen. Nee, das gibt's auch nicht. Also. Das ist bei den LKW ist das mal so, ne? So, und da ist das Lager. Unser Lager ist da. Wir haben zum Glück noch nichts verkauft. Wir haben noch im Prinzip reinlich da. Was wir haben, was wir kaufen könnten, wäre gerade. Weizen nehmen wir einmal. Ne? Einmal Weizen. Für die Weizenbierfreunde, ne? Sollen nicht zu kurz kommen. Und dann natürlich Gerste fürs Gerstenbier, ne? Also hier. Normalerweise wird ja Weizen nur in Ausnahmefällen genommen, ne? Das war ja ganz früher mal verboten gewesen, Weizen zum Bier zu brauen. Ich meine, gut, man kann alles mit Bier brauen normalerweise. Also, das ist glaube ich dann egal. Ob es im Geschmack was anderes bringen würde, das weiß ich nicht. Aber früher war Weizen für Brot vorbehalten gewesen, also wirklich schon ganz, ganz früher, ne? Wollte ja verhindern, dass es Hungersnöte gibt. Und heute machen es anders. Heute machen sie aus vielen Sachen Bio-Alkohol, ne? Also für Treibstoff und Raps zum Beispiel Bioöl, ne? Ist ja für die Preise gut, sagen wir so, wenn der Bauer verdienen kann, aber für einen, ja, für einen Raucher ist es dann ungünstig, ne? Obwohl die Preise eigentlich bei uns noch human sind. Die Konkurrenz. Haben wir die Innensicht. Jetzt zu schnell fahren. Ja, wir wollten auch die Aussaat beginnen mit Raps, wie gesagt. Feld 3 und Feld 19. Das werden wir gleich hier und durch Amt beginnen. Wir werden mal auf 5 gehen, Geschwindigkeit. Heute Samstag. Vormittag, also eine ungewöhnliche Zeit. Aber gut, ne? Ist nicht tragisch. Ich habe jetzt Zeit. Ich war gestern Abend schon zu müde und da gesagt, naja, jetzt bevor du die quälst, ne? Bis 4 und 3, machst du lieber ins Bett, schläfst dir aus. Gut ausgeschlafen, was anderes. Aber das geht. Bis 9 habe ich geschlafen, knapp. War ganz gut. War ja um 7 Uhr kurz wach. Ja, 7 Uhr aufstehen. Nö. Da war es der 9. Wie so ist, ne? Ich bin eher Typ Langschläfer als zu kurz. Der reingedonnert in den Nachbarns Haus hier. Zaun ist heil geblieben, Gott sei Dank. Stabil gebaut. Mann, das muss Holz sein. Der LKW heile geblieben, Mensch, Wahnsinn. Ja, die Brauerei ist schon fertig. Und nun hoffe ich ja auch, dass wir damit auch noch nebenbei Geld verdienen können. Die Palettenproduktion steht aktuell aufgrund von Holzmangel, ne? Da werden wir jetzt die nächsten Tage mal schauen, dass wir im Winter wirklich Holz machen ohne Ende. Im Winter werden wir auch noch Bäume pflanzen, sobald das frostfrei bleibt.
dann spätestens im Frühjahr, weil frühe Aussaat wird ja auch entsprechend, naja, später kommen, Anführungszeichen, ne? Je nachdem, wie die Temperatur ist. Weizen und Gerste ist ja schon ausgesät worden. Und die anderen Früchte halt im Frühjahr, Mais auf 1 und auf 14. So hatte ich geplant und mal sehen, den Rest mal sehen, ne? Wo wir Freiflächen haben. Die Grasflächen, ja, die kleinen, mal sehen. Da kann ja, ja, Brauerei. Bin ich vorbeigefahren, war ich so im Gedanken. Ja. Oder? Jetzt bin ich irgendwie. Nee, berichtig. Ich muss mal außen an sich anmachen. So. Ist ja alles dunkel hier, ne? Ja, richtig. Glaube ich jedenfalls. Glaube ich. Bin mir jetzt nicht ganz sicher. Was ist verkehrt? Ist doch gar nicht. Den müssen wir drehen, ne? Im Dunkeln sieht nichts hier. Da ist ein Kram, da können wir nicht drehen. Da auch ein Kram? Jo, klar. Können wir da auch nicht drehen. Da kommt ein Feld, da kommt Soja. Ja, da hätten wir, gut, hätten wir fahren können. Der macht dann hier einen Zaun, umdrehen. Da hätten wir umdrehen können, ja. Hätte man. Im Hafen vielleicht mal sehen. Hafen, wieso so dunkel? Gibt's doch gar nicht. Mach doch mal einer Licht. So, war ich mal im Gebäude. Hat er das weggemacht? Hat er. Gut, dann hat es irgendwie seine Funktion. Habe ich das nicht mitbekommen, war ich zu sehr beschäftigt mit mir selber. Oh, eine coole hier. Ich schaffe ja auch nicht alles zu schauen, ne? Von eben hier, von Fett. Also bringt, das schaffe ich auch nicht mehr. Irgendwie. Naja, er macht ja auch Livestreams gut. Ich hatte die Woche Spätschicht gehabt. Und die Woche nichts. Und dann, so 2 Stunden Video schauen nebenbei. Was ich machen könnte näher beim Bearbeiten, dann kann man ein bisschen schauen. Aber so schaffe ich das Prinzip nicht mehr. Aber mal sehen. Ich werde auch nicht alle Produktionen machen können, das ist einfach nicht möglich. Das ist hier war die Bäckerei, da waren wir nicht hin. Die nehmen auch sicherlich Weizen und Gerste, aber ich will aber Bier produzieren, ne? Das muss rechts irgendwo sein. Und vorne, bla, hier, da, wo die 35 ist in der Ecke. Ups. Bin ich zu vorbei gefahren? Ja, muss. Da ist er doch schon. Ah. Die sind da. Und da ist mal diese Paletten drin. Da habe ich schon einen Hänger hingefahren. Jetzt geht das los mit Getreide. Mit da geht nichts. Mit Weizen und mit Gerste. Muss ich mal schauen, wo was hingehört. Ob das einen speziellen. So, wir haben aktuell ja Weizen. Okay. Hier liegt nur Fässer und so. Fässer. Muss wohl nichts Besonderes geben. Mal gucken mal, irgendwo hat er sicherlich auch so ein Menü. Ära machen kann? Ne, da nicht. Paletten. Achso, man kann da
existieren so nicht mehr. Ja, das ist die Brauerei, ne? Nebenbei ein bisschen angucken, ne? Hier geht Wasser rein. Und war da so beschissen zu fahren? Keine Ahnung. Vielleicht hier rechts hin. Man kann ja auch direkt reingehen mit Menü und so. Man muss da jetzt nicht extra den Punkt finden, wo ich die Steuer machen kann. Ne? Einsteigen ist klar. Gut, kippen wir ab, wenn angezeigt wird. Ne? Kippen wir, ist auch egal. So, gehen wir auf den zweiten rauf. Mit Gerste. Ob er da auch anzeigt? Ja. Würde da auch anzeigen? Ja. Ist im Grunde egal, denke ich mal. Und gehen mal hier. Streng G. Volle Produktion. Ja, also. Grünplätze, Sägewerk, Brauerei. Leere Rohstoffe. Öffne. So. Bierkasten. Hopf. Ah, ich hoffe wohl immer noch. Siehst du? Ist der Wahlort gewesen? Haben wir noch Hopfen? Wir haben noch Hopfen da. Klar, Hopfen war ja auch noch gewesen, Mensch. Sag doch einer was. Hopfen? Ja. Ohne Hopfen geht nichts. Achso, ich muss mit Augen steuern. Man kann mit der Maus steuern, geht ja gar nicht. Hopfen, Mensch. Ja, spätestens noch auf 60 hochgehen, weil hier Produktion zumindest angelaufen sein soll, ne? Dass wir ja, dann auch mal was verkaufen können. Hopfen. Ja, wenn wir alles nicht brauchen, dann können wir auch noch nicht mehr. Ja, normalerweise macht die Brauerei das selber, ne? Also, die macht ja erst den Malz und dann nachher das Bier. Diesen Malzextrakt oder weißt du. Und wenn der Malz dann fertig ist, dann der Rest geht ja als naja, als hochwertige Nahrung normalerweise, ne? Also das kann man ja sehr gut für Schweine nehmen und kann es aber auch selber essen, ne? Also wird aber von man nicht schlagen, ne? Das ist ja kalorienreich. Früher haben sie es gegessen, also dann, aber heute geht's für Tiere halt, ne? So, das ist Sägewerk, da muss man Holz bringen, ne? Ein paar Bäumchen, noch fällen, Tage im Winter. Jetzt machen wir mal die Aussaat, beginnen wir ja gleich mal. Aber erstmal hohe Hopfen holen, ne? So. Hier mal gucken nach der Zeit. Oh, ja. Ich habe mir den Countdowns hier nicht angeschaltet. Und dann ist es ganz gefährlich, dass ich überziehe und keiner wird überzogen. Ne? Ja, 'ne, tanken wollen wir auch. Geht aber nicht. Blöde Fahrer. Du willst du nicht. Zauber dich mal ein bisschen.
Jetzt wurde ich ja genau dahin geknallt, wo unser Reparaturbestand ist und. Ach so, reparieren, ne? Das können wir gleich machen, ne? Oder Weise, ne? Verkaufen. So. Kippbandanhänger ist noch nicht repariert. Also ist nicht drin. Okay. Dann fahren wir rein in den Bereich. So, müsste drin sein. Ja, im Hof hat er schon Leistungsprobleme. Aber, glaube ich, normal. Zurück. So, liebe Schauer, das soll es für heute gewesen sein. Ich danke fürs Reinschauen. Dann seid mal Tschüss und Winke-Winke. Ciao, ciao. In der nächsten Folge werden wir in den Bierproduktion starten. Dann geht's weiter. Tschüss.